Hallöchen. Ja, ich bin's mal wieder. Und ich habe das erste Composing fertig und wollte euch das eigentlich vorstellen, oder nicht eigentlich, möchte euch das vorstellen. Hätte auch einen großen Text dazu schreiben können, aber ich denke mal, wir sind alle sehr faul geworden und so ein Video ist zum Konsumieren einfacher, so wie mein Gedankengang. Deshalb, die, die nicht wissen, ich war vor 2 Wochen in Oschersleben in einer Box und durfte dort Studioaufnahmen von Motorrädern, von Rennmotorrädern machen. Gedanke war, geile Composings im Nachhinein zu machen. Eins hatte ich schon auf der Rennstrecke gemacht. Jetzt habe ich ein bisschen mehr Zeit investiert in das erste und habe für den Henk ein Composing fertig gemacht. Ja, die Leute haben mich dort eigentlich relativ doof angeguckt, weil ich in Oschersleben ja so ziemlich total blöde Sachen fotografiert habe. Also ein Feuerlöscher, Bordstein, den Boden mit Reifenspuren und also ich habe tatsächlich gesehen, Mensch, hat er jetzt eine frische Kamera gekriegt, kann er jetzt ein bisschen rumspielen. War mir natürlich total unangenehm, aber ich wusste ja, was im Nachhinein daraus wird. Und für Henk habe ich im Grunde genommen alle Komponenten, die ich dort fotografiert oder die meisten, die ich fotografiert habe, auch eine Zeituhr, ich meine, die ist ja bei euch bekannt, die ist ja auf jeder Rennstrecke dabei, wo der Nico dabei ist. Das hat nur seine, dachte ich, die passt auch super mit rein. Und so ist das Bild im Grunde genommen ja dann gewachsen und so war mein Gedankengang. Ich hoffe, Henk gefällt es. Zu Henk muss ich dazu sagen, er hat auch 3 wunderschöne Möpse. Und ich dachte, so ein Bild gehört ja eigentlich ins Wohnzimmer, über die Couch oder in die Küche. Und da durften die Möpse nicht fehlen. Und ich zeige euch jetzt einfach auch mal die Vorherbilder, wie eigentlich der Anfang war oder wie die Ursprungsbilder sind. Zum Schluss seht ihr dann das fertige Bild und ich hoffe, es gefällt euch. Ja, zukünftig werden noch 5, 6 andere Composings kommen. Zu einigen gibt es Themen, zu anderen habe ich mir schon Themen einfallen lassen. Das wird auf jeden Fall sehr interessant. Das eine Thema ist, das kann ich soweit schon sagen, das ist das Thema Hongkong. Gedanke ist, ich habe so fotografiert, als ob er durch Hongkong rasen würde, also in der Fahrposition. Und werde dort mit Bewegungsunschärfe und dann mit Neonfarben und so ist der Gedankengang, also ein bisschen kontrastreicher alles, Nachtstimmung. Das wird wahrscheinlich das nächste sein. Und eine Enduro habe ich auch fotografiert, die wird auch sehr farbig sein, weil halt mit Rauch und Schmutz und so ist so mein krankes Gehirn, so meine Fantasie, die in letzter Zeit übelste Ausmaße annimmt. Und aber lasst euch überraschen und ja, das war eigentlich das, was ich sagen wollte. Jetzt sehen wir auf dem Rechner, dazu muss ich aber sagen, die Bildschirmaufnahme werdet ihr sehen, aber ihr werdet die Maus nicht sehen, weil ich die kostenlose Windows-Screenshot-Aufnahme dort mache und da ist leider, das ist eigentlich für ein Game gedacht, also für Spiele. Ich muss mich da mal belesen, welche Aufnahmemöglichkeit es ist, dass man auch eine Maus sieht, aber es ist ja kein Tutorial. Ich will euch ja nur zeigen, was sind die Ursprungsbilder und was ist nachher rausgekommen. Ich hoffe, es gefällt euch, auch die Art und Weise, wie ich euch das versuche zu erklären oder überhaupt zu erklären, weil die meisten sind ja eher zu faul zu lesen und zu viele Texte. Das ist ja dann, ja, gut, gehen wir erstmal auf den Rechner. So, dann sind wir jetzt auf meinem Rechner. Henk in der Box fotografiert, auf grauen Hintergrund. Ja, rechts ein Striplight, links eine Octabox. Den Hintergrund leicht angeblitzt, dass wir so einen Grauverlauf haben und so kleine Lichtquellen und so ein bisschen Rimlight zu haben. Ja, Bordstein und Boden
mit Autoreifenspuren sieht man zum Glück nicht, dass das nicht vom Motorrad, also keine Spuren vom Motorrad sind. Spielt aber, denke ich mal, keine Rolle. Dann die dort stehenden, Feuerlöscher. Passen eigentlich super in den Bild. Mein Garagentor, weil das die Tore dort hätten einfach mit dem Graffiti, denke ich mal, nicht gepasst. Oder nicht denke ich, haben einfach nicht gepasst. Ich habe es versucht. Dann Motorradreifen, die sollen eigentlich für mein Motorrad, mussten jetzt erstmal für ein Bild herhalten. Und hängt seine drei Möpse. So, ich hoffe, die Bilder haben euch gefallen. Was daraus entstanden ist, bei den nächsten werde ich mir genauso viel Mühe geben. Hongkong-Thema werde ich auf ein Stockbild zurückgreifen, weil selber war ich noch nicht in Hongkong. Die anderen, ja, werde ich da sicherlich auch auf Stockbilder zurückgreifen. Aber lasst euch überraschen, ihr gebt mir extrem viel Mühe, aber kein Bild wird aussehen wie das andere. Ja, meine Gedanken gehen in alle Richtungen. Ja. Und ich hoffe, ich habe so euer Vorstellungen entsprochen oder damit habt ihr so gerechnet. Ja, dann bis zum nächsten Video, würde ich sagen. Und für ein Däumchen, auf ein Däumchen würde ich mich freuen. Oder auf ein Däumchen, das ist ein tolles Deutsch. Wenn ihr ein Däumchen gebt, würde ich mich sehr freuen. Und entschuldigt, das Video ist das erste Mal für mich oder erste, zweite Mal für mich, ist auch ganz neu. Und in so einer Linse zu reden, ist ja schon ein bisschen crazy. Ja, den Facebook-Seite abonnieren, dass ihr auch seht, weil ich noch andere Sachen mache. In Zukunft werden noch ganz andere Projekte anstehen. Irgendwas mit Wasser, dann mit einem Auto, ganz crazy Fotografie von Autos. Würde ich euch gerne dabei haben. Ich mache dort auch so einen kleinen Vlogs dazu, wie ich das mache. Und ja, wenn ihr dabei sein wollt, einfach mitkommen auf meine Reise und dann halte ich euch auf dem Laufenden. Hi, wer bist du denn? Willst du auch ins Fernsehen? So, naja, dann sagen wir beide Tschüssikowski. Ach, im Übrigen, heute mäht nicht Britta Rasen, sondern meine gesamten Nachbarn. Also, entschuldigt bitte den Ton, wenn über ein Rasenmäher zu hören ist, aber das lässt sich in so einer Siedlung leider nicht vermeiden. Ne? Gut, tschüss. With a child's eyes, always asking why. Caught up in a world that's so black and